So Leute, ich werde mal jetzt herzlich willkommen zu einer Folge 7 Days to D. Wir werden jetzt hier schauen, dass wir unser Gepäck wieder kriegen. Ich hätte auch noch eine Waffe in mein Gepäck im Haus und ich hatte ja zum Glück ein bisschen Munition gefunden. Das heißt, wir fahren jetzt zurück, erledigen den Bär, dann können wir in aller Ruhe uns drum kümmern. Ich habe noch nichts an. Aber ist halt so, ne? So, du wirst so heiß, es war früh zu kalt. Aber das macht nichts. Wir fahren jetzt Richtung guten Haus. Dann der Bär ist wieder da. Ich konnte meinen Rucksack bisher nicht finden. Müsste aber da normalerweise liegen. Zur Not zerschlage ich die Treppe. Weiß ich auch nicht. Ich habe noch eine Axt gehabt, also man ist ja nicht ganz ohne, man hat ja mal ein bisschen was da. Aber ja, mal schauen, ob wir da hinkommen. Also hier machen sie böse Experimente. Hier haben sie Bären in großen Käfigen gehabt, also da habe ich oben gesehen, Käfige und so. Nicht so interessant hier. Jetzt unten die eingesperrt in Schutzanzügen und hier oben sind die Leute entsprechend, naja, die Bären, also da. Ja, nicht heute. Obwohl er ziemlich dicht an der Pelz ist, ne? Also. Das heißt, ich muss den Bär irgendwie erledigen und ohne dass ich da irgendwie gleich wieder erwischt werde, also heißt rein Deutsch, ich muss mir irgendwie da reinschleichen, in Anführungszeichen, und dann schauen, dass wir da an einer guten Position sind, wo wir schießen können, ne? Wo der Bär halt nicht hinkommt, ne? Sei denn, wir finden jetzt noch Rucksack hier vorne, aber das ist nicht der Fall. Weil laut Anzeige müsste er hier irgendwo sein. Ja, aber wo genau? Das weiß ich nicht. Er hat mich hier irgendwo erwischt, aber frag mich nicht genau. Locken, ne? Oder von da oben. Irgendwie auf dem Stein oder so, ne? Dir. Jetzt sehe ich den nicht, das gibt's doch gar nicht. Da ist er. Besser, wenn man besser sehen würde, ne? Denn Munition ist ja auch begrenzt, mit nur noch 17 Stück. Gibt's doch gar nicht. Kann man mir aufnehmen. Ja,
Jetzt locken wir noch andere Zombies an. 1, 2. Was stellen sie so? Ich muss das Vieh irgendwo sehen. Wir haben nur noch 12 Schuss. Ich hätte einen Baum verfällen sollen. Oh, das ist aufregend. Mist. Na gut, ich kann ja gerne Bär den Zombie noch erledigen, aber ich möchte mir gerne einen Bär erledigen haben. Wahnsinn. Ich glaube, der Bär hat gewonnen. Aber. Nee. Ich hab erwischt, Gott sei Dank. Den wollen wir gleich auslöschen, das Spiel. Der Wahnsinn. Ich hab die Schuss nicht gezählt, aber etliche. Den Zeller ganz im Körper, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt heißt die Tasche finden hier. Zombies kriegen wir noch erledigt, wir haben noch 8 Schuss. Suchen wir erstmal einen Rucksack. Wo ist der Scheißding? Muss doch hier irgendwo sein. Doch gar nicht. Hat der sich in der hier versteckt in der Zombie nervt.
Gut. Wo ist das Ding? Anzeige vor mir. Die gibt eine Waffenkiste, das ist gut. Ja. Müssen zwei sein. Nun erledigen die Burschen. Wenn wir jemand Dings verschlagen, vielleicht finden sie irgendwo bei hier. Das kann es ja nicht sein. Wenn man den roten, den grauen Bereich erwähnt, dann kann man wieder heilen, ne? Also mit Bären habe ich hier oben nicht mehr gerechnet. Wäre nur einer gewesen, der war ja tot, der eine, aber der andere hat ja leider überlebt. Ja, die sind brutal, die schlagen mit bloßen Händen die Türen ein. Da wird immer anschlagen, dass der Koffer hier irgendwo eine Treppe drin ist, dass ich mal aufkloppen muss. Vermutlich. Hauptsache was Wertvolles drin, was sich lohnt. Und wenn das Ticket drin ist, ein Clownhammer, wäre alles schade, wenn es nicht mehr da wäre. Die Stille in der Axt. Gut, dass ich die wertvollen Sachen immer zu Hause lasse, in Anführungszeichen, weil sowieso Platz brauchen wir fürs Gepäck. Aber das wäre ja schade, ne? Oh, da wissen. Na, oh, da ist auch ein Klo versteckt. Keine Ahnung. Mal schauen, was ist. Na, immerhin was. Wow.
Immer interessant, wenn die nichts drin ist. Oder Dose. So, jetzt mal suchen, wo das Ding ist. Wo ist mein Koffer? Mein Rucksack. Hier bin ich gestorben. Dem Bereich. Das kann normalerweise nicht sein, ne? Aber anders weiß ich erstmal nicht, wie ich suchen soll. Guck mal, da. Kann nicht da oben sein. Ja, das kann es ja auch nicht sein, ne? Da oben noch gesagt, ja. Wollte ich meine. Da können wir noch einen anderen Rucksack, ne? So. Also oben kann er also nicht liegen, weil ich ja oben nicht gestorben bin. Auf die Karte gucken, ne? Da hören wir da was. Da ist halt irgendwo liegen. Aber wo da? Nicht. Wer das Haus verlegen muss, mir egal. Bin durstig.
gibt's doch gar nicht. Da haben wir auch einen Kram hier. Und dann machen die Dings kaputt. Normalerweise kann es ja nicht da drin sein, aber. Weiß ich nicht. Mal guckt. Da. Ist ja zwar nicht logisch, aber wer weiß, ne? Das schon, ne? Gibt's doch gar nicht. Wo könnte das Ding sein? Der Richtung. Muss ich Haus verlegen oder was? Das gibt's doch gar nicht. Da haben wir ein paar gekriegt. Und ein paar haben wir auch gehabt. Gut und nicht gut. Ich will es nicht heile machen, ich will nur wieder nach oben. Weil da unten habe ich keinen gefunden. Also muss er woanders sein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Im Bild vielleicht. Ist eher unwahrscheinlich. Ja. Ja, finde ja schöne Sachen hier, aber so einen Koffer finde ich. Fernseher. Ja, das ist guter Rat teuer. Nee, auch nicht. Das will ich gar nicht zerstören. Das fallen wir runter. Das kann es auch normalerweise nicht sein. Laut Anzeige müsste hier irgendwo geradeaus sein. Hier. Ja. Aber Fehlanzeige. Bleinitrat, ja cool, Mine. Wenn die Axt im Arsch, dann ist es vorbei. Dann habt ihr die Option auch nicht mehr. Einzig bei uns zu Hause, aber Ticket bauen. Am Einschlag noch. Ja, nix. Ja, Leute, das ist halt so, ne? Dann sage ich mal von hier mal Tschüss. Ich schau mal, dass ich was anderes besorgt kriege an neuen Klamotten oder dergleichen. Mal sehen. Erstmal Pause für heute. Zeig mal Tschüss. Denn bis zum nächsten Mal, ne? Morgen geht's weiter. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.